Hallo, willkommen zum neuen Vlog. Wie so oft bin ich auf dem Weg zum Postfach und muss Briefe einwerfen für Daniel oder von Daniel. Ja, also bin ich auf jeden Fall nicht ganz umsonst unterwegs. Mal gucken, was mich das erwartet. Wahrscheinlich keine Leere. Oh mein Gott, ist halt so. Okay. Und ich muss zu ehemals Reichelt, weil ich habe zu was Leckeres und das muss ich mir heute holen. Und probieren und genau, was ist, nachher die Frage, komme ich vorne wieder lang oder nicht? Ich probiere es einfach mal, aber ich schätze mal, letzte Woche bin ich da nicht lang gegangen, weil ich da ganz schön hergelaufen bin. Ich hoffe einfach mal, dass ich durchkomme. Drücken wir die Daumen. Ich will endlich wieder über meine Brücke gehen können. Jawohl. Schönes Wetter heute. Nicht so warm, nicht so kalt, alles wunderbar. Hui, abwärts. Diese Berge hier. ja. Und noch sehe ich nichts. Hallo, Bremse. So. Da ist sie. Das ist nur die Frage, ob da hinten der Weg frei ist. Zack, zack, zack. Und? Nein. Oh Mann. Oh, das ist ärgerlich. Das ist blöd. Achso, Eichhörnchen zu Hause ist? Ha? Sieht denn jemand? Ich nicht. So. Also geht's da lang. Viele Wege finden nach oben, nicht wahr? Wenn wir nicht so ein bisschen Weg brauchen, stehe ich ja auch nicht so ganz. So. Manometer. Hier ist was los. Da komme ich doch durch, oder? Ha? Euer Ernst jetzt? Oh. Kommen wir jetzt in den Labyrinth im Park? Also nochmal über die Brücke. Oi, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Letztes Mal ging es dann auch durch. Frech. Brücke. So. Huch, Stufe. Mal gucken, wo Eichhörnchen hat. Hörnchen, wo bist du? Hörnchen? Sie kann Hörnchen. So. Und dann geht jetzt querfeld ein. Ja. Über den Trampelpfad. Das wäre jetzt Quatsch, da lang zu laufen. Da geht es ja eh nicht. Doch, da geht es weiter. Aber dann hier laufen jetzt über diesen Trampelpfad. So, bis später. So, da unten war ich gerade. Da geht es nicht weiter. Mann. Mal sehen, wie unser Teil jetzt aussieht. So. Taps. Und da wäre ich normalerweise rausgekommen. Und da ist dieser blöde Zaun im Weg. Also geht es jetzt hier lang. Hui. Da riecht gerade nach frisch gemähtem Gras. So schön. Kann ich euch nicht zeigen, was ich kaufen wollte. Gab es da nicht. Aber, wie ihr sehen konntet, ich hatte tatsächlich Post im Postfach. Vielen, vielen lieben Dank, Martina. Ich habe mich sehr gefreut. Ich musste erst mal grinsen durch die Gegend laufen. Ja, es blieb gerade eine ganze Weile kleben. Okay, ich laufe mal nach Hause. Ich habe Durst.
Ich glaube, ich habe zu früh gesagt, es ist nicht zu warm und nicht zu kalt, oder? Ich fürchte, ich muss mich umziehen. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Jetzt ist vorbei. Weil es wurde heute ein Schnipsel aus der neuen Single von Nicole gepostet. Also sie hat selber gepostet. Und das Album erscheint übrigens erst einen Monat später, jetzt am 11. Oktober. Warum? Egal. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. So, ich brauche jetzt eine Klammer. Eine Klammer. Was nehmen wir denn da Schönes? Und? Oder lieber das? Ich glaube, bunt ist schöner. Ich möchte einen Regenbogen nehmen. Denn ich habe ja jetzt hier nicht mehr meine Postkarten. Sekunde, ich muss das mal irgendwie. Irgendwie muss ich das mal hier gerade drapieren. Ha, das funktioniert. Ja, hier habe ich jetzt meine Testleseraktion. Von daher kann ich hier die Postkarten da nicht hinhängen. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass ich die Postkarte, ja, wie sie hier, moin moin, dass ich die irgendwie hier hin drapieren kann. Mit Kamera in der Hand ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Scheiße, das Kabel ist zu dick. Das Kabel ist zu dick. Aber guck doch mal. Haha! Der Regenbogen hängt falsch rum. Ah! Ja, also da muss ich nochmal umdrehen. Ist das besser? Ja, hier sieht es ein bisschen plumpi-quatschig aus. Muss ich mal irgendwo. Aber hier könnte man ja auch einfach so, ne? Und wenn man dann hier sitzt und Videos dreht, dann sieht es sogar im Hintergrund. Ist doch noch viel hübscher, oder? Als wenn es da am Hinterregal quasi ist. Also da. Hat ja keiner gesehen. Ja! Juhu! So, gut, ich akklimatisiere mich jetzt ein bisschen und werde ein bisschen lesen. Und dann. Ach so, habe ich eigentlich erwähnt, dass ich die Nacht alleine bin? Ganz allein mit den Katzen natürlich, aber alleine! Normalerweise kommt es einmal im Jahr vor, dass ich alleine bin. Das ist auch im nächsten Monat der Fall. Aber heute auch. Da lieber nachts in der Garage. Also nicht in der Garage direkt, aber daneben quasi. Also auch nicht im Zelt oder so, sondern bei denen, die da wohnen. Ja, weil er hat ja heute eine Feier, anschulungsmäßig. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, ne? Gestern im Ende-Vlog. Ich glaube, ja. Ich habe es schon erwähnt. Muss aber ja, Mann. Egal, für diejenigen. Oha. Nie in Angriffsposition. Sagt er sich weiter oder nicht? Ne? Doch nicht so angriffspositionsmäßig. Sieht ja gerade so aus, wenn sie ihn nicht angreifen will. Naja, dann wohl doch nicht. Keine Katzen-Action hier. Okay, ich werde jetzt, wie gesagt, lesen. Toll, mein Trinken steht da oben. Nochmal aufstehen. Und dann lesen. Was man nicht im Kopf hat, ne? Naja, egal. Was du ja, ich habe doch gerade die Kamera ausgemacht. Jetzt brauchst du auch nicht mehr angreifen. Wow. Sportskatze. Jetzt hat es angegriffen. Aber wie? Frag mich wie. Und hier und da und dort und überhaupt und at the bear und oh und Katzen-Action. Ja. Die Kamera war nicht mehr an. Ja. Dafür esse ich jetzt das hier, aber das schmeckt nicht so gut. Oh ja, jetzt muss er jammern. Jetzt, wo alles vorbei ist, muss er jammern. Mhm. Ja, ja. Aber roter Kater, schon klar. Hier trinken wir in der Badewanne. Und ich werde mich jetzt wohl fertig machen. Es ist irgendwie immer komisch, wenn man hier alleine ist die ganze Nacht oder weiß, dass man die ganze Nacht alleine ist. Es kommt dann, wie gesagt, das ist nur einmal im Jahr vor. Dieses Jahr wird es zweimal im Jahr vorkommen. Ein bisschen ist unscharf. Hallo, hier bin ich. Kuckuck. Ja, es ist erst 10:30, aber irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Keine Ahnung. Also so Kneifzeug, keine Ahnung. Das ist morgen bestimmt wieder weg, hoffe ich, aber ja. Ein bisschen müde bin ich ja schon. Aber ja. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen lesen. Mist, ich habe den Laptop schon ausgemacht. Ich muss ihn nochmal anmachen. Ich habe es gestern schon vergessen, meinen Senf zu dem Abschnitt von Chris Carter zu geben. Das muss ich gleich noch auf jeden Fall tun. Ja, das ist wichtig.
Einmal rechts, einmal letzte Person zum Glück sehr schnell hoch. Und naja, das ist kein Problem. Und das Kapitel ist auch recht kurz, von daher klappt das. Genau, das mache ich gleich noch. Trinkt immer noch. So, nur so, Elli, ey. Trinkt doch noch, oder ist inzwischen vorbei geflüpft? Sie trinkt gar nicht mehr. Ja, habe ich sie fertig? Hast du ausgetrunken? Ja, ausgetrunken voll. Tschüss, Mia. So, Frank. Ja, genau. Fast jeden Abend muss ich da erstmal eine Runde trinken. Oh, dunkel. Ja, machen wir noch. Guck, die habe ich schon zugemacht. Er liegt übrigens da. Ja, voll eingemumselt. Ich gehe jetzt mit meinen beiden Büchern. So. Und meinem Jim, dem Tamagotchi vom Lied, dem Seepferdchen, dem geht übrigens gut. Der schläft sehr viel, das finde ich sehr gut. Das hat mein Tamagotchi früher nicht gemacht. Das war ständig irgendwie, ich will was haben, Das ist bei dem nicht so. Der schläft stundenlang. Wechselnde Begeisterung. Wie ist das dumme Gefühl? Gucken. Wenn es dunkel ist, schläft er. Da passiert auch nichts. Irgendwann bibbelt das wieder. Aber meistens erst dann, wenn ich dann irgendwann nach Hause komme und es mal anschalte, also den einen Knopf betätige, dann passiert auch wieder was. Ansonsten, ja, bis heute Abend jetzt quasi durchgeschlafen. Sehr amüsant, sehr amüsant. Aber dafür auch entspannt. Man muss also nicht alle 5 Sekunden darauf bipsen und machen und tun. Ja, gut. Also. Das Buch, was ich heute bekommen habe. Und das Buch werden jetzt meine Begleiter hier sein. Wie gesagt, hier, Chris Carter, muss ich nur ein Kapitel lesen. 4 Seiten sind es da noch. 5. Dann will ich schnell das Chat nochmal schreiben. Genau. Das war's für heute. Ich hoffe, ich kann irgendwie schlafen. Weil, wie gesagt, es ist halt immer ein bisschen komisch, wenn alles hier so ruhig ist. Ich bin so ruhig gewohnt. Ich mache zwar ja gleich ein Hörspiel an, ja klar, aber trotzdem war ich immer noch entweder im Fernseher rauschen oder Daniel neben mir, macht ja auch Geräusche. Aber so ganz ruhig bin ich nicht gewohnt. Ja, mal schauen. Aber er hat mir schon Fotos von der Feier, wo er da ist, geschickt. Ja, sieht sehr witzig aus. Muss man ja mal so sagen. Das sieht schon wieder. Vielleicht kann ich ja ein paar einblenden. Werde ich bestimmt ein paar einblenden können. Ja, genau. Ansonsten, gute Nacht. Ganz großartig. Jetzt habe ich auch eine summende Fliege hier irgendwo rumfliegen. Die eben schon im Badezimmer war und jetzt hier ist, weil es ist noch Licht gewesen. Kleines Licht, habe ich groß Licht angemacht. Sitzt die irgendwo, aber ich finde sie nicht. Wenn die sitzen, bleibt sie nicht mehr rum, sonst ist okay, aber. Oh, mein Handy macht gerade ein Update. Hab ich mich gerade erschrocken. Can you miss what you never have known? Can you ache for a place that was never your home? No misgivings or shame, like a moth to the flame. To burn up or fizzle alone. Can you know who inhabits your skin? Can you trust that you won't blow away in the wind? Do you tether your hopes or let go of the ropes in the hope that you someday descend? Just follow. Bloody
Like a thousand times before, on a thousand other days. We took a walk in Silver Springs. I didn't even say a thing, and then it all just disappeared. I was there the day the river went dry. I just watched it flow away. I just stood and watched the river die. 'Cause when all is gone and nothing else remains, you just hope for rain. Hallöchen, ich dachte, ich melde mich mal zwischendurch, denn morgen werde ich nicht dazu kommen. Morgen habe ich oder werde ich beim Offline-Day mitmachen. Sprich, es gab eine Aktion bei Lovely Books zum neuen Thriller von Arno Strobel, wo man einen Tag lang offline ist, also komplett ohne digitalen Kram. Das wird wahrscheinlich auch die Kamera mit einschließen, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall werde ich morgens Handy zu Hause lassen, den Kindle zu Hause lassen und ja, die Leseprobe lesen von offline, die ich heute bekommen habe, eine 100-seitige Leseprobe. Und ja, alles, was irgendwie rechnermäßig und so weiter ist, ist morgen nicht. Es wird spannend. Problem ist nur, dass ich ja im Büro arbeite und da gibt es meinen Rechner und ich sitze den ganzen Tag am Rechner. Klappt leider nur so bedingt. Aber gut, da muss ich durch. Da muss ich auch ehrlich genug sein und ja, das vielleicht am Sonntag nochmal komplett wiederholen, weil da mache ich ja eh schon, dass ich keinen Rechner anlasse. Und eigentlich jetzt auch, dass das Handy, dass ich dann noch, also ich habe am letzten Sonntag das Handy auch so gut wie nicht in der Hand gehabt. Am Anfang schon, weil ich das für die verpeilt habe, was ich machen wollte. Und dann nur noch, wenn ich für dich per WhatsApp angeschrieben wurde. Ansonsten habe ich es neben mich gelegt, also weg. Und da werde ich wahrscheinlich auch nochmal machen, dass ich das Handy einfach hier liegen lasse, während ich woanders bin und gar nicht beachte. Ja, Sonntag ist dann quasi digitaler freier Tag. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber sondern 90%. Und ja, genau. Ansonsten ist nicht wirklich irgendwas passiert. Und das heißt, der Vlog ist auch schon vorbei. Habe ich überhaupt irgendwas gefilmt? Doch, habe ich. Montag habe ich jedenfalls was gefilmt, eine Menge. Ja. Aber ansonsten ist halt nicht viel Spektakuläres gewesen. Ich habe heute das Buch Erebos 2 bekommen. In der limitierten Edition. Limited Edition. Was genau das damit auf sich hat, seht ihr im Lesemonat. Im 90er Video auf jeden Fall. Ob ich es noch lesen werde, ich hoffe es eigentlich. Aber mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ich habe ja dann noch eine Woche Zeit, wenn ich glaube Berechnungen, wann ich was lese. Oh Gott, ey. Ja, ich würde am liebsten sofort anfangen, aber ich muss noch ein Buch auslesen, das ich für das Themenvideo brauche. Von daher, ja, eine sogar zwei, aber das eine schaffe ich definitiv die Woche. Muss ich auch. Sonst habe ich nächste Woche keine Rezension für euch. Beziehungsweise, ihr habt die dann schon gesehen, glaube ich. Oder nicht Samstag, oder? Samstag seht ihr morgen. Los. Genau. Und ja. Ansonsten
ist, wie gesagt, ist nichts weiter passiert. Aber ich wollte wenigstens mich gemeldet haben und auch sagen, dass eben für morgen nichts gefilmt wird. Ich weiß gar nicht, ob ich schreibtagebuchmäßig habe. Ich glaube, ich auch gar nichts gefilmt. Aber da habe ich noch den Freitag. Da muss ich definitiv mal ran. Sind ja kein Schreibtagebuch, das wäre blöd. Weil da gibt es nämlich auch Neuigkeiten. Hat sich was ereignet, was ich so nicht geplant habe, aber das habt ihr, wenn ihr schon gesehen. Gut, wohl, das könnte ich auch gleich nochmal drehen und vergesse es wieder. Ich kenne mich. Okay, dann verabscheue ich mich jetzt mal für diesen Vlog von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und so weiter und so fort. Bis denn!